Hey Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr an diesem Setup hier schon sehen könnt und an den zwei Behältnissen da. Wir machen heute wieder Flexoil, beziehungsweise ich setze jetzt die nächste Rezeptur an. Und zwar machen wir diesmal die verbesserte japanische Grundrezeptur von Pauls Käfer aus dem Käferforum. Vielen Dank an der Stelle, falls du das sehen solltest. Ja, das ist jetzt das nächste, was ich ausprobieren will, um einfach zu schauen, welche beiden Möglichkeiten für mich in Frage kommt, denn die dritte, die es noch so gibt, die ist von einem sehr geschätzten Käferzüchter aus der Schweiz. Ja, aber die ist für mich zu aufwendig. Ich habe keinen Platz draußen, ich habe keinen Garten, deswegen fällt die für mich flach, weil da ist halt dafür vorgesehen, einen Garten zu machen. Deswegen jetzt die verbesserte japanische Grundrezeptur. Was da drin ist, dies, das, jenes, zeige ich euch gleich. Bis gleich. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Also so vorher ein altbekanntes Bild. Buchensägespäne, 50 Kilo, 60 Liter. Ja, trocken, staubtrocken, wie man sieht. Duftet auch noch herrlich. Ja, dann haben wir hier zwei 60 Liter Boxen, da insgesamt 20 Liter Wasser für beide Ansätze, aber da kommen nur 10 rein. Dann haben wir hier einmal die Startermischung. Die besteht aus Weizenmehl, Sojaprotein, Chitosan und Traumzucker. Die geben wir jetzt mal hier dazu. Staubt ein bisschen, nicht weiter schlimm. Denn die müssen wir im trockenen Zustand mengen und das mache ich jetzt einfach mal. Ich mache mal mein T-Shirt ein bisschen hoch. Ach, egal, einfach nicht atmen. Ups, Entschuldigung. Seid ihr noch da? Hab ich euch weggetreten? So. Das wird doch jetzt soweit passen. Mal gucken, ob da noch was. Hängt es, ne? Perfekt. So. Dann hier. Einmal 2 5 Liter Kanister, da war mal destilliertes Wasser drin. Die benutze ich jetzt so, eigentlich für die Spinnen. Um meine Sachen auch zu füllen, ich ziehe mich mal ins Bad rennen zu müssen. Aber ja, machen wir erstmal hier 5 Liter rein.
ihr das riechen könntet, ne? Das ist. Ich weiß nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, was es euch geht, aber ich liebe diesen Geruch einfach. So frische Sägespäne sind lecker. Dann, wenn da Wasser dabei ist und die ganzen Additive. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take. So, wir haben 60 Liter Blutgrundstuhl. Ganz schnell auch mal. 120. Wie wir schon vom letzten Mal wissen. So. Und jetzt noch mal ein Mischung. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that ihr kennt ihr, da hinten steht die Box. Ich mache jetzt erstmal 6 Eimer in die Box, 6 Eimer in die andere und da gucken wir mal, was übrig bleibt. So. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Ihr habt jetzt gesehen, wie wir hier umgefüllt haben. Einfach faszinierend, wie viel das am Anfang noch ist und wie es dann nach und nach abnimmt durch den Abbau. So. Das haben wir hier so 2 Kistenstück. Ich bin froh, dass ich jeweils eine von den neuen und eine von den alten habe. Ich glaube, 2 von den neuen, die würden das Volumen nicht so vertragen. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Hier drin, was aber auch egal ist, denn wir benutzen ja eben die 2 die ganze Zeit zusammen. Also die bleiben zusammen, diese bleiben zusammen und das wird auch immer wieder mit den beiden nachdosiert. So. Die Löcher hier an den Seiten sind egal. Die sollen eh eigentlich nicht da sein, aber wie die ist, wo die ist. Jetzt machen wir wieder unsere Löcher rein. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind fertig. Der neue Ansatz ist gestartet. Wie immer, alles in der Videobeschreibung verlinkt, was ihr so braucht. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie die Formel jetzt ist. So vom ersten Eindruck macht das mit dem Shitosan von Anfang an natürlich Sinn. Denn ihr werdet auch noch im Verlauf sehen, wir werden nicht nur Traubenzucker hinzugeben, sondern auch Sojaprotein. Nicht bei der ersten Gabe, da kommt erstmal nur Traubenzucker rein, aber dann bei den später folgenden immer wieder Protein. Und Shitosan sorgt dafür, dass Schimmel gehemmt wird.
Also es kann kein Schimmel entstehen und klingt für mich ganz gut. Vor allem, wenn wir dann halt Protein hinzugeben, der halt nochmal anfällig ist in Verbindung mit dem Zucker. Ja, macht Sinn für mich. Deswegen werden wir mal schauen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und ihr seid auch genauso gespannt wie ich, wie das Endergebnis wird im Vergleich zum alten Felgsäul. Hier oben verlinkt. Ansonsten gleich nochmal am Ende. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir einen Kommentar, ob ihr auch schon mal Selbstflexwerk gemacht habt, ob ihr es gerne mal machen würdet, was ich vergessen habe, was ich euch noch erklären soll, was ich euch zeigen soll, was ihr sehen wollt, generell hier auf dem Kanal. Ja, Like, Abo, Kommentier und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.